Interviews mit erfolgreichen Menschen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Interviews mit erfolgreichen Menschen. Mein Name ist Daniela Claudia Sass und ich habe heute im Interview einen sehr alten Freund von mir, einen alten Bekannten, auf den ich mich unglaublich freue, die nächsten Momente ihn hier mit euch zu teilen. Sein Name ist Thorsten Sedelmeier, mittlerweile die Nummer 1 bei ASEA in Europa. ASEA seit 5 Jahren mittlerweile schon am Markt, er wird natürlich selbst sehr viel darüber erzählen. Er selbst hat aber eine unglaubliche Karriere hingelegt in dieser Zeit. Hier ist er innerhalb von 2 Jahren irgendwie im Million-Dollar-Club reingekommen, also bedeutet innerhalb von 2 Jahren Einkommensmillionär und hat eine unglaubliche Geschichte hinter sich. Ich möchte ihn auch einfach jetzt erstmal hier vorstellen. Herzlich willkommen, Thorsten. Ich freue mich total auf dieses Interview mit dir. Hallo Dani, schön, dass wir heute die Zeit finden, hier das Interview zu hören. Ich würde so gern einfach, dass du ein bisschen einiges von dir erzählst aus deiner Vergangenheit, weil wie gesagt, wir kennen uns schon ganz lange, ich beobachte dich schon ganz lange und du hast ja auch schon 95 im Network angefangen. Magst du mal ein bisschen was dich vorstellen, ein bisschen was zu dir erzählen? Ich habe 1992 angefangen im Network, das heißt über 23 Jahre Network-Erfahrung. Warst du im Kindergarten? Ich war schon in der Preschool, ja genau. sind ganz jung, haben wir angefangen, ja. Genau, wir waren noch gar nicht geboren, haben wir gesagt. Wir waren noch nicht geboren, nein, überhaupt nicht. Ja, und ich hatte am Anfang in meiner Network-Karriere leider nicht so diese Erfolge, wie ich eigentlich mir gewünscht hätte. Mein Sponsor hat gleich, kurz nachdem ich angefangen hatte, aufgehört. Meine Upline hat mich dann irgendwo als Versuchskaninchen das erste halbe Jahr verbraten, in Anführungszeichen, mit Ideen, die nicht funktioniert haben. Und ich habe dann irgendwann mal, wollte ich das Handtuch werfen. Ich war eigentlich dabei und habe gesagt, okay, Network ist nichts für mich. Und irgendwann habe ich dann entschlossen, nein, ich werde es durchziehen. Ich werde auf jedes Training fahren. Ich werde mit erfolgreichen Leuten reden. Ich werde mir alles, was ich hier kennenlerne, umsetzen. Und nur das, was funktioniert, werde ich auch meinem Team beibringen. So habe ich nicht vielleicht die schnellste Karriere im Network gemacht, aber halt doch eine lange Karriere und lang anhaltende Karriere im Network. Mit Hoch und Tiefs, muss ich dazu sagen. Ich kenne dich ja immer so ein bisschen als den Kosmetikpapst. Also ich weiß nicht warum, aber bei dir, immer wenn ich an dich gedacht habe, wusste ich immer, wenn jemand etwas weiß über Kosmetik, dann ist es der Thorsten. Wie kommt es eigentlich? Du hast ja noch ein Leben vorher gehabt. Ja, mein Leben vor der Network-Branche war eben in der Kosmetikbranche. Ich habe im Alter von 12 Jahren angefangen. Ein Freund von meinem Papa hat eine Kosmetikfirma gehabt und ich habe ein teures Hobby gehabt, Radsport, und wollte quasi mein Hobby finanzieren. Meine Eltern konnten es nicht finanzieren. Also habe ich dann angefangen, was man so als 12-Jähriger macht, Kisten stapeln, ein paar Dosen abfüllen und solche Sachen habe ich dann gemacht. Und irgendwann mal mit 23 Jahren, jetzt kann man hochrechnen, wie alt ich dann bin, war ich dann in Karriere, habe ich Karriere gemacht in der Kosmetikbranche, war quasi der zweite Chef von der Kosmetikfirma gewesen. Und dann hat quasi zu diesem Zeitpunkt aber auch gleichzeitig mein erster Kontakt mit Network angefangen, meine kleine Mini-Network-Erfahrung. Okay. Und danach hast du dich ja auch lange Zeit, also in deinem ersten Vertriebsunternehmen, hast du ja auch immer sehr viel mit Kosmetik gemacht. Da hast du dich auch ziemlich darauf spezialisiert, das weiß ich nämlich noch. Ja, also man hat mir irgendwann mal gesagt, dass ich wohl derjenige bin, der mit dem Team am meisten Umsätze wohl in Europa gemacht hat, im Kosmetikbereich zu dem damaligen Zeitpunkt. Also 80% war Kosmetik, die Kosmetikumsätze. Mir hat es immer Spaß mitgemacht, Leute schön zu machen, gut aussehen, zu helfen. Und das war eigentlich immer eine tolle Geschichte und ja, hat immer Riesenspaß gemacht. Gibt es ja wirklich selten bei Männern und bei dir merkt man das auch, dass es dir wirklich Spaß gemacht hat und dass du das auch lebst, weil du hast eine unglaublich gepflegte Erscheinung und du wirkst unglaublich jung, wenn ich das sagen darf. Ah, jetzt werde ich gleich ganz rot hier, ganz charmant. Ja, ich habe mich ganz gut gehalten für 83 Jahre. Naja. 183, nein. 183. Jetzt. Nein, aber echt, wirklich, du siehst super toll aus. Muss ich dir echt mal echt ein Kompliment machen. Das ist bei Männern ja, sorry Männer, aber nicht bei jedem Gang und Gäbe. Ne? Aber bei Thorsten, da merkt man es wirklich, dass du mit Kosmetik zu tun hattest.
Und du hast ja aber trotzdem nicht, wie du sagst, nicht immer so die Erfolge gehabt, die du dir eigentlich immer so gewünscht hast. Also nicht so den richtigen Durchbruch. Und da ist ganz viel geschehen bei dir, auch dann in der Zwischenzeit, bevor du bei ASC angefangen hast. Magst du mal ein bisschen was erzählen dazu? Okay. Also ja, ich hatte mir dann, wie gesagt, alles erarbeitet hier und dadurch hatte ich langsam Erfolg. Dann hatte ich natürlich, was so kam in der Network-Welt, alles mögliche erlebt. Kurz immer vom Durchbruch ist irgendwas passiert, es war mal eine negative Fernsehkampagne, wo viele Leute dann dazu bewegt gehabt haben, wieder aufzuhören und ich musste quasi wieder von vorne anfangen. Oder haben Top-Führungskräfte kurz vor dem großen Durchbruch das Unternehmen verlassen, sind in ein anderes Network, haben die Leute mitgenommen. Also ich habe immer wieder, ich habe drei oder viermal wieder von vorne quasi angefangen, aber ich habe die Flinte nicht ins Korn geworfen und habe dann irgendwann mal es tatsächlich geschafft, in die höheren Ränge des damaligen Network-Unternehmens zu kommen. Leider ist dann der Firmengründer gestorben, die Firma ist irgendwann verkauft worden, Produkte sind aus dem Sortiment genommen worden, mit denen ich 80% der Umsätze gemacht hat im Kosmetikbereich und die sind leider aus dem Sortiment genommen worden und dadurch ist mein Scheck natürlich auch um 80% nach unten gegangen und irgendwann mal habe ich mich nicht mehr mit dem Unternehmen identifizieren können. Ich habe viele Jahre, 14 Jahre die Treue gehalten dem Unternehmen und irgendwann habe ich gesagt, nee, also es ist doch nichts und ich habe mich nach einer neuen Heimat umgesehen. Ich habe gesagt, wenn ich eine neue Network-Heimat finde, kann ich das eigentlich wiederholen. Und habe dann den einen oder anderen Ausflug gemacht in diverse Network-Unternehmen und entweder war das Management nicht so okay, viele Versprechungen, die einfach nicht eingehalten worden sind oder Produkte waren nicht zugelassen oder die Firma hat haben Zulassungen überhaupt in Europa gefehlt und. Und das hat dazu beigetragen, dass meine finanzielle Situation von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr immer schlechter geworden ist. Ich dann quasi tagsüber hauptberuflicher Networker mit war, aber ohne das Einkommen. Das heißt wirklich ein absolut minimales Einkommen, ein paar hundert Euro verdient, aber davon kann man natürlich nicht leben. Und ich habe mir überlegt, nach Lösungen gesucht und habe dann gesagt, okay, ich gehe am Wochenende arbeiten. Ich bin dann am Wochenende in der Diskothek arbeiten gegangen als DJ. Ich habe ein Hobby zum Beruf mitgemacht, habe da eine kleine DJ-Karriere auch mit hingelegt und das war eigentlich soweit ganz okay gewesen, aber natürlich immer noch nicht dieses Einkommen und die finanzielle Situation hat sich nach wie vor verschlechtert. Es war leider dann so gewesen, dass ich noch nicht mehr Geld hatte für Essen. In so einer Situation war ich noch nie in meinem Leben. Das war also die schlimmste Situation, wo man sich vorstellen kann. Man kann sich noch nicht mal mehr Essen kaufen. So dass ich dann zur Tafel gegangen bin, an der Tafel Essen geholt habe und ja, und kurz bevor also der Strom abgestellt worden ist und so weiter, habe ich nicht mehr gewusst. Tagsüber habe ich ja gearbeitet im Network, ich habe immer dran geglaubt, diesen Durchbruch zu finden im Network. Dann, wie gesagt, am Wochenende als DJ und da das Geld immer noch nicht ausgelangt hat, habe ich mir dann gedacht, was machst du denn? Und ich bin tatsächlich nachts rausgegangen, habe mich verkleidet, Mütze aufgezogen, Kragen hochgeschlagen, damit mich niemand erkennt und bin Flaschen sammeln gegangen in Mülleimern und wenn Feste gewesen sind und habe da versucht, dann die Stromrechnung und alles Mögliche zu bezahlen. Also das war eigentlich mein Ausgangspunkt. Ich war eigentlich kurz davor, alles zu verlieren, dort heute hier, dort wo ich lebe, mittlerweile komplett umgebaut, alles. Ich war wirklich mit einem Bein schon über dem Abgrund hinaus. Also ich war eigentlich ein, zwei Monate länger und mein komplettes Leben wäre in dieser komplettes Desaster und in eine komplett andere Richtung gegangen. Es ist sehr berührend, was du erzählst und ich weiß es einfach aus Erfahrung und 19 Jahren Network-Leben, wie viele Menschen weit vorher aufgegeben hätten und zwar weit vorher. Und du hast schon, als es dir trotzdem noch gut ging, finde ich so spannend, dass du sagst, tagsüber war ich Networker und nachts oder am Wochenende habe ich noch gearbeitet und habe mir einen Job gesucht, ja. Und auch hier, weißt du, viele sind sich oft zu stolz, weil sie sagen, oh nein, ich muss jetzt aber hier im Network das und das und das verdienen und nein, ich mache sonst nichts, weil lieber haue ich die Zeit da rein. Und da ist der Stolz oft am falschen Platz, weil da ist es besser, du sagst, weißt du was, ich mache das garantiert weiter, aber ich gucke, dass ich irgendwo noch eine Sicherheit habe und hole mir was rein, um meine Miete oder was auch immer zu bezahlen. Mhm. Und dann ist es trotzdem aber, dass du das getan hast, noch weiter runtergegangen und dir ging es ja wirklich extrem schlecht. Ja.
Und da wären ja, müssen wir gar nicht drüber sprechen, da wären 99,99999% hätten ganz längstens aufgehört und hätten die Flinte ins Korn geworfen, hätten gesagt, was ist das für ein Schwachsinn, ja, Network, wir brauchten schon sowas. Und du hast trotzdem da gestanden und hast gesagt, ich glaube, das Network funktioniert und ich mache trotzdem weiter. Ich habe Gegenwind sogar bekommen von meiner Familie, die haben also alle gesagt, sag mal, bist du verrückt hier, du kannst das doch nicht, diesen Traum hinterherjagen. Die haben alle gesagt, such dir einen Job von 8 bis 10, von 8 bis 17 Uhr. Die anderen haben gesagt, wenn du schon nicht arbeiten gehst und das Ganze holen dir Sozialhilfe oder irgendwas. Und ich habe also gesagt, auf gar keinen Fall, ich werde es schaffen. Ich habe gesagt, wenn ich die richtige Firma, das richtige Unternehmen finde, ich weiß ja, wie Network funktioniert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele erfolgreiche Networker kennengelernt, die durch Zufall mal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren und eine Karriere hingelegt haben. Einmal und nie wieder wiederholt. Ganz genau. Ja. Und die eigentlich, wenn du sie heute irgendwo anders hinmachen würdest, in ein neues Unternehmen, könnten sie diese Karriere nie wieder wiederholen, weil sie gar nicht die Grundzüge kennen, wie Network Marketing gearbeitet wird, die wirklichen Erfolgsgeheimnisse, was muss ich Schritt für Schritt tun. Und dadurch, dass ich halt in der Vergangenheit schon immer 3-4 Mal schon wieder von vorne anfangen musste und nur das, was ich wirklich selber ausprobiert habe, an mein Team weitergegeben habe, weil ich wusste, das funktioniert, auch wenn es vielleicht nicht der schnellste Weg war, aber das funktioniert. Und ich habe für mich entschlossen, es gibt immer 3 Dinge, die dazugehören im Network. Nummer 1, möchte ich immer ein großes Geschäft aufbauen, dann möchte ich auf der anderen Seite ein profitables Geschäft aufbauen, aber der dritte Punkt ist auch ein dauerhaftes, ein stabiles Geschäft, genau, aufbauen. Ja. Und viele haben große Geschäfte aufgebaut, viele haben profitable, aber nicht dauerhafte Geschäfte auf. Und das gehört für mich alles zusammen. Das ist ein ganzes Konzept, mit dem ich arbeite und das, was ich auch an mein Team weitergebe. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, was du sagst. In meiner Network-Zeit ging es mir eigentlich auch immer darum. Und du hast ja jetzt, du bist jetzt bei ASEA wie viele Jahre? 3 Jahre. Genau, und in diesen 3 Jahren hast du ja mittlerweile ein internationales Team aufgebaut, richtig? Ja, das ist richtig. Mein Geschäft ist in 25 Ländern. Genau, in 25 Ländern und du hast ein Team von einer Größenordnung von? Knapp 25.000 Leute, also wirklich persönliche, also Teampartner, die entstanden sind. Ich habe so circa 130 First Lines und aus diesen 130 First Lines sind circa 25.000 Teampartner entstanden. 25 Länder, 25.000 Teampartner. Irgendwie, das passt doch ganz gut, oder? Ja. Ist mir gerade auch, wo wir das so aufgestellt haben. Wow, okay. Hört sich doch ganz gut an. Kann man ja mal machen in 3 Jahren. Ja. Muss man nicht, kann man aber. Das war harte Arbeit. Also es ist nicht, wenn jemand denkt, ja, das ist alles so easy und so weiter alles. Oder hat das gemacht aufgrund von seiner ganzen Network-Kontakte. Ich kriege immer wieder gesagt, naja, du hast ja hier deine ganze Network-Liste angegangen. Und ich muss euch enttäuschen. Leute, ich habe 5% von meiner Network-Liste angegangen bisher. 95% von den Leuten, die noch auf meiner Liste, Leute, Network-Liste sind, habe ich noch gar nicht kontaktiert, weil ich wollte beweisen, dass man mit Leuten, die bisher noch nicht im Network gearbeitet haben, beziehungsweise noch nie erfolgreich im Network waren, das aufbauen können. Und 80% der Leute in meinem Team sind tatsächlich Leute, die entweder noch nie im Network waren oder noch nie erfolgreich im Network gewesen sind. Und mit denen habe ich quasi hier dieses unglaublich große Geschäft dieses Einkommen mit erzielt. Aber man muss natürlich sagen, mit einem unglaublichen Erfahrungsschatz, mit einem unglaublichen Wissen von 20 Jahren davor. So, und diese Kombination ist es einfach, weil du kannst sehr viel tun, wenn du aber viel vom Falschen tust, ist es immer noch falsch. Und das sage ich immer wieder in meinen Trainings, du kannst den ganzen Tag lang ackern, wenn es falsch ist, ist es immer noch falsch. Ja? Also du kannst, wenn ein Bäcker sagt, ja, er backt den ganzen Tag Brötchen und er kann tatsächlich rund um die Uhr Brötchen backen. Wenn aber den Kunden die Brötchen nicht schmecken, backt er sie völlig umsonst. So, und es ist einfach so. Und du hast also wirklich diese Kombination geschaffen, dass du dieses Wissen hattest von so vielen Jahren und jetzt das Effektive und das natürlich dann neuen Leuten auch weitergeben kannst. Und das ist einfach das, was dich jetzt so an die Spitze katapultiert hat, was mich ja irrsinnig für dich freut. Dankeschön. Ja, nee, das ist unglaublich. Ich kann es manchmal selber nicht glauben, wie sich hier mein Leben komplett verändert mit hat. Ich reise um die Welt. Die Firma hat mich mittlerweile auch gebeten, im Aufsichtsrat von der Firma mit zu sein. Ich habe Flugmeilen ohne Ende. Es ist schon so normal, wie wenn man ins Auto steigt und in den Flugzeug
Flugzeug. Früher war das immer was Besonderes, ja, und jetzt steigt man in ein Flugzeug ein und es reist um die halbe Welt. Wo geht's heute hin? So ungefähr, ja. Also es ist wirklich absolut, mein Leben hat sich komplett mit verändert, aber nicht nur das, sondern also auch wirklich, was mich so begeistert ist, mit ASEA habe ich wirklich dieses Unternehmen gefunden, was wirklich anders ist im Network. Das, was ich eigentlich immer gesucht hatte. Aber ich kann euch sagen, diese Philosophie vom Unternehmen, das ist der Hammer. Also ich habe in den Gründern, Firmengründern Leute wirklich gefunden, wo ich sage, ich kann da wirklich aufschauen, große Vorbilder und. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Wenn man von Lifestyle spricht, muss man auch sagen, wir sind ja hier im Loungezimmer, ja, also Wohnzimmer. Im Relaxzimmer vom Thorsten. Und hier neben uns, zeigen wir euch aber nachher, ja, ist ein hammerriesiger Whirlpool, ja, da passen glaube ich 10 Leute rein oder sowas. Thorsten wollte halt schon gefragt, ob wir das Video da drin machen, aber wir haben gedacht, da kommt ja falsche Gedanken, machen wir jetzt mal lieber nicht. Aber wir versprechen euch, wir zeigen euch nachher mal ein Foto davon, aber das ist so sein Relaxzimmer hier, Thorsten. Ja, ich habe halt, ich durch die vielen Reisen kam ich natürlich in die schönen Hotels und überall rum und dann bin ich nach Hause gekommen, habe gedacht, ja, das ist so normal. Und dann habe ich mir irgendwann mal gesagt, ich mache mein eigenes Hotel, ich mache mein eigenes, schaffe mein eigenes Paradies und das habe ich tatsächlich auch hiermit verwirklicht. Leute kommen rein und sagen, wow, was hast du hier alles? Also sind die unterschiedlichsten Sachen von, wie gesagt, meinem Whirlpool hier im Wohnzimmer, großes, rundes Wasserbett, 3 Meter großes, rundes Wasserbett, ich muss eine Wand rausreißen, damit es überhaupt reinpasst. Und lauter solche Sachen. Ich habe einfach mein eigenes Home geschaffen, mein eigenes Hotel geschaffen, meine eigene 4 Wände, wo ich mich eigentlich wirklich wohlfühle. Und das ist das eigentlich, das Geld ist nicht das Ganze, sondern wie man leben kann und was man ermöglichen mit kann. Aber es geht halt natürlich jetzt auch weiter. Man hat ja natürlich, ich habe einen kleinen Sohn, der jetzt in die Schule kommt, gibt es jetzt eben die Möglichkeit, den jetzt in einer internationalen Schule anzumelden. Der lernt jetzt in der Grundschule, lernt er Englisch schon, die Hälfte der Unterrichtsfächer sind in Englisch, lernt schon Spanisch mit in der Grundschule. Solche Sachen, das ist etwas, wo man echt sagt, wow, was kann man damit machen? Ich habe meiner Mutter sehr, sehr geholfen, nicht nur mit den Produkten, sondern halt auch ihre Rente langt nicht aus und ermöglicht ihr, dass sie in Urlaub geht und dieses und jenes alles macht. Das heißt, für mich war immer im Network wichtig, eine finanziell sichere Wand, um nicht nur um sich selber zu bauen, sondern um alle Leute, die man gern hat, die man lieb hat und das nicht nur für einen eine gewisse Zeit, sondern wirklich für Generationen. Das ist meine Philosophie und das ist auch das, was ich schule und deshalb auch die Konzepte, die ich schule und die Art und Weise, wie wir arbeiten, unterscheidet sich von vielen, die im Network sonst so gang und gäbe sind. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, apropos Schulung, ja, also ich freue mich natürlich auf den Tag morgen auch. Wir haben morgen den ganzen Tag gemeinsam mit einem Teil deines Teams, muss man ja sagen, weil wir werden morgen nicht in 25 Länder sein. Nein. Noch nicht, aber erstmal einfach mal kurz hier regional, also freue ich mich auch. Ja. Wie geht's dir damit? Super, ich freue mich natürlich, dass wir hier regional die Führungskräfte schulen und dass wir hier eine kleine, intensive, kernige Schulung machen für diese Leute. Und das ist eben das im Network. Weil es ist immer wichtig, dass die Leute sich weiterbilden, dass sie zu Business-Trainern gehen, Bücher lesen und so weiter alles. Ich erinnere mich, dass Jim Rohn immer sagte, wir essen viel, ja, aber wir brauchen Food for the Brain, also Essen für das Gehirn. Und deshalb sind ja Leute wie du so wichtig auch, die eben die Prinzipien, und ich meine, du hast ja selber, das nicht nur, bist ja nicht nur ein Theoretiker, sondern du hast es ja auch schon vorgemacht, ja, und warst ja auch im Network schon super erfolgreich gewesen, hast es bewiesen, dass du es machst, und da freue ich mich halt, dass wir solches Know-how tatsächlich auch in die Praxis dann, aus der Praxis in die Theorie mitbringen können, damit die Leute es von der Theorie dann wieder in die Praxis umwandeln können. Meine Lieben, das war Thorsten Sedelmeier, Nummer 1 in Europa von ASEA. Heute im Interview mit mir aus der Serie Interviews mit erfolgreichen Menschen. Mein Name ist Daniela Claudia Sass. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, liebe Dani, ich freue mich, dass wir die Zeit für dieses Interview gefunden haben und dass du langfristig als Trainerin für das ASEA-Team Sedelmeier zur Verfügung stellst und dass wir hier viele Dinge in nächster Zeit mit bewegen werden.